So, Sie erzählten mir, dass Sie gerade das Vergnügen hatten, Sie persönlich kennenzulernen. Na, so etwas? Ich habe Sie so verstanden, dass Sie die Gespräche mit beiden Herren schon längst geführt hatten. Dann haben Sie mich wohl falsch verstanden. Ich denke, dass Sie sich sehr klar ausgedrückt haben. Wollen wir jetzt die Spenderliste durchgehen? Einen Moment, ich hole Sie. Das ist also die persönliche Assistentin Ihres Mannes. Dann wollen wir Sie doch mal etwas besser kennenlernen. Das Verhalten von Schlangen lässt sich studieren. Vertrauen Sie mir. Wie kann ich das, wenn Sie vor meinen Augen stehlen? Wahrscheinlich haben Sie recht. Wir sollten Frau Heimann Ihren Kalender zurückgeben. Ich habe wohl etwas übereilt gehandelt. Es tut mir leid. Hier ist die Liste mit unseren Spendern und Sponsoren. Danke. Damit es keine Schwierigkeiten in der Koordination gibt, schlage ich ein monatliches Gespräch vor. Frau Neubauer wird Sie regelmäßig über alles informieren. Es wird mir ein Vergnügen sein. Wollen wir gleich den ersten Termin ausmachen? Sicher. Was halten Sie denn vom nächsten Donnerstag? Moment. Dienstag wäre auch sehr günstig. Das kann doch nicht sein. Suchen Sie etwas? Meinen Kalender. Also ich habe ihn jedenfalls nicht. Ohne meinen Kalender bin ich aufgeschmissen. Ja, was machen wir denn da? Sagen Sie mir einfach, wann Sie können und ich stimme das dann mit meinen Terminen ab. Schlimmstenfalls müssen wir den Termin dann nochmal ändern. Aber das ist doch viel zu umständlich. Suchen Sie ruhig weiter, wir haben Zeit. Wissen Sie was? Wir rufen später an und machen dann einen Termin aus. Ja, dann hätten wir jetzt alles besprochen. Fürs Erste, ja. Bemühen Sie sich nicht. Ich kenne ja den Weg. Auf Wiedersehen. Auf gute Zusammenarbeit. Wir telefonieren. Ich rufe Sie an. Sven? Was willst du denn? Ich wollte dich einladen. Wieso? Weil ich möchte dir gerne was schenken. Du mir? Warum nicht? Was willst du mir denn schenken? Verrate ich nicht, du wirst schon sehen. Soll ich etwa eine Katze im Sack kaufen? Ich will aber wissen, worauf ich mich einlasse. Bitte. Warum willst du mir überhaupt was schenken? Warum? Ich möchte einfach nett zu dir sein. Du warst auch nett zu mir. Verstehe. Aber auf Mitleid stehe ich nun auch gar nicht. Wenn du lieber mit Denise zusammen bist, kein Problem. Das ja, macht mir nichts aus. Super, aber darum geht es gar nicht. Ehrlich. Na gut. Dann her mit dem Geschenk. Dann musst du schon morgen früh zum Strand kommen. Kommst du? Wann morgen früh? Bevor es hell wird. Bevor? Das heißt im Dunkeln? Na, hast du etwa Angst? Ich? Ich hab doch keine Angst. Das heißt also, du kommst. Mal sehen. Sonst noch was? Ich hab nämlich noch was zu tun. Schon klar.
Klamotten anprobieren. Echt harte Arbeit. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Morgen früh. Möchten Sie etwas trinken? Nein, vielen Dank. Sagen Sie, Frau Neubauer, sind das Ihre üblichen Arbeitsmethoden? Ich meine, wenn... Nein. Wo denken Sie hin? Es sah nicht so aus, als hätten Sie irgendwelche Skrupel. Um ehrlich zu sein, die hatte ich. Aber nur für einen kurzen Moment. Dann siegte meine Loyalität Ihnen gegenüber. Das ist großartig. Wissen Sie, Frau Wellinghoff, ich habe das Gefühl, dass wir ähnlich über Frau Heilmann denken. Ich möchte nur, dass Sie wissen, ich habe allerhöchsten Respekt vor Ihnen. Ich hoffe, dass Sie meine Aktion nicht falsch interpretieren. Nein. Danke. Kalender sind sehr aufschlussreich. Es scheint, hier stecken eine Menge interessante Informationen über die fleißige Assistentin Ihres Mannes drin. Hast du eigentlich jemals daran gezweifelt, dass ich der Richtige für dich bin? Jeden Morgen. Warum ausgerechnet morgens? Ich könnte mich ja fast jeden Morgen von dir trennen. Ich glaube, du nimmst mich nicht ernst. Doch. Sehr ernst sogar. Und um dir den Ernst der Lage zu verdeutlichen, mittags kann ich dich manchmal fast nicht mehr sehen. Ich verstehe. Es ist ja also manchmal doch zu eng, wenn man zusammen lebt und zusammen arbeitet. Aber das wussten wir ja von Anfang an. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Matthias. Weißt du, was das Schlimmste ist? Dass ich jeden Morgen weiß, es wird Ewigkeiten dauern, bis ich abends wieder in deinen Armen liege. Hallo. Sag bloß, du hast den Job nicht bekommen. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, ich war so sicher, dass du die perfekte Assistentin für Frau Wellinghoff bist. Das findet sie auch. Mann, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so für dich. Das war ein Kinderspiel. Lass uns meinen neuen Job feiern. Oh verdammt, ich kann ja gar nicht. Ich bin mit Ari, mit Frau Wellinghoff verabredet. Dann holen wir es ein andermal nach. Du bist mir nicht böse? Manchmal spinnst du wirklich. Mach dir einen schönen Abend und wehe, du kommst vor Sonnenaufgang zurück. Du bist ein Schatz. Weg. Und mach dir trotzdem einen schönen Abend, ja? Ganz bestimmt. Viel Spaß. Wellinghoff? Na, du wunderbarer Mann. Hey, wie schön, deine Stimme zu hören. Was machst du gerade Aufregendes? Börsenberichte analysieren. Oh, dann will ich dich nicht mit einer Entführung davon abhalten. Du willst mich entführen? Wieso? Und vor allem wohin? Sie stellen zu viele Fragen, Herr Wellinghoff. Verstehe. Und was sind die Forderungen meiner Entführerin? Um 8 bei mir. Ich werde pünktlich sein. Davon gehe ich aus. Du? Könnte ich auch ein bisschen früher klingeln? Wenn du dich traust. Ich bin gespannt. Bis dann. Klingt nach einem Anfall von akuter Langeweile. Ich habe nie Langeweile. Klar, man sieht's.
Sag mal, was machst du eigentlich heute Abend? Mal sehen, was so anliegt. Mhm. Ah, verstehe. Naja, wenn du möchtest, kannst du heute mit mir ausgehen. Ich habe eh noch nichts Besseres vor. Echt? Hm. Ja, cool. Warum nicht? Sag mal, kann es sein, dass es hier eigentlich um etwas anderes geht? Nein, wieso? Also, wenn du mit mir reden möchtest, dann komm in die Gänge. Ich muss nämlich arbeiten. Sven. Daher weht also der Wind. Was ist denn mit Sven? Nichts. Ich frag mich nur, was er so macht, wenn er hier mit der Arbeit fertig ist. Was du dich so alles fragst? Ja, was zum Beispiel seine Hobbys sind. Blumen. Sein einziges Hobby ist das dämliche Grünzeug. Echt? Ja, keine Ahnung. Es interessiert mich auch nicht wirklich. Aber hör mal, wenn du lieber mit Svenny Boy ausgehen möchtest, dann mach das, nur zu. Nee, ach was? Sven sehe ich eh morgen früh. Aha. Er hat eine Überraschung für mich. Aha, eine Überraschung? Das ist doch total süß. Ja, total. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, das wäre ich auch an deiner Stelle. Was es wohl ist? Ja, was kann denn das wohl sein? Bestimmt etwas Romantisches. Ja, ganz bestimmt. Wie wär's mit verführen? Ich entführe dich in ein Land, das es nicht gibt. Vergiss einfach, wer du bist und wo du bist und brich mit mir auf ins Unbekannte. Mit dir gehe ich überall hin. Dann komm.